Dann mal weiter zu... Wozu eigentlich? Wo gehen wir eigentlich gerade hin? Ich will aber da rein. Gesalbter Adliger. Habe ich noch nie zuvor gesehen. Wir haben es durch den Sturm geschafft. Durch die Gnade der Mutter. Ah, neuer Jünger. Ihr kommt zu einer günstigen Zeit. Lilith hat uns kürzlich mit ihrer Anwesenheit beehrt. Sie war hier? Oh, es war überwältigend. Aber keine Sorge. Vielleicht lässt euch Meister Elias durch das verborgene Auge einen Blick auf sie erhaschen. Wenn ihr euch als würdig erachtet, geht hinein und stellt euch ihm vor. Werde ich machen, ich werde mich ihm vorstellen. Warte mal, jetzt wäre erstmal aufgestiegen. Ja, hier in dem Hof habe ich mit den ganzen Leuten gequatscht und die sind alle total Elias und Lilith Fanat. Richtig schöne Sekte hier. Na dann mal rein hier. Naja, wenn das hier sein Zufluchtsort ist. Verdammt. Das ist schlimmer, als ich dachte. Was denn? Elias ist im Besitz des verborgenen Auges. Es ist uralte Magie. Er kann damit alles sehen. Selbst über die Zeit hinweg. Unsere Schar ist gewachsen. Siehe die Wunder, welche die Mutter für euch bereithält. Haltet euch aufrecht! Champions! Wir können hier einfach so durchlatschen. Lass mich raten, auf dem Weg nach draußen werden wir uns prügeln müssen. Und was auch immer ihr von mir verlangt, wird getan. Es sind ja alle schon fleißig am Dämonen beschwören. Sehr gut machen die das. Primär Succubus. Kann ich verstehen. Wenn ich schon Dämon beschwöre, dann wenigstens Succubus. Tretet vor, auf das Meister Elias euch richten möge. Doch zeigt weder Furcht noch Zaudern. Keine Sorge, das werden wir nicht. So, jetzt bin ich mal gespannt. Hauen wir ihm gleich aufs Mützchen? Hallo, Elias. Deine Mutter. Ich werde euch nicht Kuckuck. Enttäuschen. Die Herrin wird Elias. Dieser Welt wandeln. Elias. Ich wusste, ihr würdet kommen, Lord. Ihr habt uns mit dem verborgenen Auge ausspioniert, nicht wahr? Ihr glaubt, ich würde solche Magie an euch verschwenden. Ihr seid immer noch genauso engstirnig wie an dem Tag, als ich euch verließ. Ich werde euch von eurem Leid erlösen, alter Mann. Aus die Maus, Elias. Und hier war das, wo ich dann nicht kämpfen konnte. Ach so. Der geht ja schneller runter als man. Da ist so ein Haken an der Sache. Es ist vorbei. Wir sollten das verborgene Auge finden, solange uns noch Zeit bleibt. Wir können es nicht diesen Fanatikern überlassen. Das war doch jetzt nicht. Halt. War zu einfach, oder? Ah, geht weiter. Wusch. Mephisto. Diablo. Baal. Okay, das ist jetzt sehr düster. Die Zerstörung Sanctuarius steht bevor. Und ihr zweifelt noch. Nur Fanatiker und Narren leben ohne Zweifel, Mutter. Wenn wir gerettet werden, dann durch eure Hand.
Ich bin zu eurer Ermächtigung hier. Nicht zur Rettung. In meinem Schatten werden die Starken der Macht der Hölle trotzen. Die Schwachen sind auf sich gestellt. Andariel lebt. Die Horadrim sterben. Koste es, was es wolle. Koste es, was es wolle. Das war aber düster. Ja, das wollten ja alle von Diablo, dass es schön düster wird. Das ist jetzt nicht mehr ab 12, oder? Nein, kein Kinderspiel. Glaubt, die großen Übel werden Sanctuario zerstören und befähigt Menschen, sich gegen sie zu stellen. Deshalb versammeln sie und Elias Anhänger. Sie bauen eine verdammte Armee auf. Ja, Lorat. Die Herrscher der Hölle bedrohen unsere Existenz und wir unternehmen etwas dagegen. Elias, wie könnt ihr noch am Leben sein? Ihr werdet niemals verstehen, was ich für diese Welt getan habe. Na, na, lasst euch doch. Auf in die nächste Runde. Ja, mal erst, ich kümmere mich erstmal um den hier, ne? Das der hat aber auch keine Unterteilungen, ne? Also keine Phasen oder sowas. Aktuell nicht, nein. Ach, kommen da noch ein paar mehr? Ich muss noch etwas warten. Ich muss die Klappe halten. Ja, ja. Damit ich nicht spoiler. Ich verstehe. So, aber werden wir den hier platt machen? Nein, ich habe keine Angst. Werden wir den hier platt machen? Was war jetzt der Plan? Sie bauen eine Armee aus? Auf was? Damit sie sich gegen die Hölle wehren können. Wenn Baal, Mephisto, Diablo, Sanctuario angreifen. Aha, und woraus besteht diese Armee? Dämonen, Anhänger. Dämonen gegen Dämonen. So, wo ist er denn? Da, laut. Huh, jetzt bin ich aus der Tür raus hier. Mann. Da liegst du gut. Wir können nicht einfach weiter so gegen ihn anrennen. Er wird uns zermürben. Wir müssen entkommen, aber nicht ohne das verborgene Auge. Wenn wir es an uns nehmen könnten, würde er zumindest etwas an Macht einbüßen. So, dann gehen wir mal das Auge holen. Ist es das hier? In den Bergen haben die Mutter und ich ein Dorf gesehen. Die Leute dort, frierend und hungrig, beteten ein Licht an, das ihnen keine Wärme spendete. Aber in ihrer Gegenwart wurde ein neues Feuer in ihren Herzen entfacht. Sie sollten nie wieder hungern oder frieren. Ist da was? Nur zwei kleine. Wo kommen die denn hier alle einzeln an?
Und was glaubst du, warum sie Andariel beschwören wollten? Oder wollen? Naja, ich hätte jetzt gesagt, um Teil der Armee zu werden, aber... Ja, oder? Aber... Wenn du schon so fragst, dann wahrscheinlich nicht. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ach, da ist er. Runde Nummer 3. Ja, ja. Niemals. Ich frage nur, weil ich seine Gedanken hören wollte. Naja, ehrlich, ich dachte erst, es hat einen tieferen Sinn, aber wenn sie jetzt sagen, sie wollen eine Armee, vielleicht folgen ihnen ja die geringeren Übel, keine Ahnung. Ich bin noch nicht bereit. Ich überlege nur, ob Andariel irgendeine besondere Eigenschaft hatte damals, ich glaube aber nicht. An die Wand mit dir, komisches Ding. Töte dich so häufig, bis du laut. So, der ist tot. Der ist auch tot. Von der großen Sorte. Dieser Gestank. Unnatürlich. Hier war Totenbeschwörung am Werk. Wo hat er diese Macht gefunden? Tausende von uns durch die Hände von Engeln und Dämonen fielen. Oh, ein Helm. Da werden wir so leiden, schwor sie. Und in ihren Augen. Da lebt noch einer. Eine neue Welt. Ein Paradies, in dem wir frei von der Tyrannei der Himmel und. Wie gesagt, ich hoffe immer noch, dass wir Andariel sehen. Ich will wissen, wie sie Andariel. Die kann mich ja noch so ein bisschen dran erinnern, wie sie aussah damals. In Diablo 2. Ich habe da meistens mehr auf den Boden geschaut, damit ich ausweiche. Nichts ändert. Es ist zu spät. Wie oft müssen wir den denn noch umklatschen? Blauels. Ah ja, okay. Das könnt ihr doch besser, oder? Ah, jetzt hat er auch diese Phasen. Also das dürfte jetzt wahrscheinlich dann der letzte Kampf sein, ne? Ne, ich weiß nicht mehr. So oft wie man gegen ihn kämpft. Ich hatte beim ersten Mal durchspielen nicht mitgezielt. Aber so im Grunde scheint Lilith ja das Richtige zu wollen. Sie macht's halt nur auf ihre Dämonenart. Wieso das Richtige? Ja, sie will im Großen und Ganzen eigentlich ihre Kinder beschützen vor Engeln und Dämonen. Naja, was man so als beschützen betrachtet, ne? Also, geht ja dabei durchaus über Leichen. Ja, sie macht's halt auf ihre Dämonenart. Und mit der Rationalität einer Mutter. Die
Rationalität einer Mutter. Ja, wenn es um die Kinder geht, dann sind sie blind. Sehen sie das, was sie sehen wollen. Elias, Elias, ja, ja, wir sind ja dabei. Das Muster auf dem Boden ist etwas ungünstig. Warum? Weil man da die Scheiße, die er macht, nicht richtig sieht. Ich könnte jetzt total arrogant sagen, ich bleib da sowieso immer drin stehen, komm, egal was da irgendwo. Nee, ich möchte mich nicht daran gewöhnen. Nicht, dass ich dann den Punkt, wo ich aufpassen muss, verpasse. So, der ist weg. Auch weg. Ein Explosionsfuzzi. Ich kann jetzt 7000er Schläge machen. Na krass. Fall er doch mal um. So. Ach, kann gar keinen Heiltrank trinken. Hier ist es. Das verborgene Auge. Meshiv kann uns dabei helfen, das Artefakt weit weg von diesem Ort zu bringen. Aber wir müssen uns beeilen, bevor Elias zurückkehrt. Diese Öffnung dort ist unsere beste Fluchtmöglichkeit. Wie, der kommt nochmal zurück? Warte mal, wo muss man jetzt hin? Ach, einfach hier raus, okay. Runter zum Schief und dann... zurück zur Kapelle. Gab gar keine große Beute hier, ne? Apropos Beute, hier rechts ist eine Küste. Hurra. Wenigstens Gold. Drückt hier zu. Wir müssen die Blutung stoppen. Nein. Hey. Er ist tot. Da seid ihr. Habt ihr den Zauberer getötet? Nicht reden. Der Sturm lässt nach. Wir bringen euch hier weg. Oh, zu schade. Ich hab meinen erwischt, nur zu spät. Der Teufel hat mir in den Rücken gestochen. Aufgespießt wie eine Stachelratte. So kann's gehen. Was, Deckard? Ei. So kann es gehen. Da haut sich Deckard jetzt auch mal ein hinter die Binde, auch wenn er gar nicht Deckard ist. Der Diablo 2 Charakter ist weg. Sie werden kommen. Ich nehme das verborgene Auge. Wir brauchen einen sicheren Ort, um es zu untersuchen, um es gegen sie zu verwenden. Wir treffen uns in der Wüstenkapelle. Los! Huch, sind wir teleportiert? Ja, Lotlo, hier gewandert. Habt ihr ihn getötet? Mehr als einmal sogar. Er bleibt nur leider nie tot. Er ist mächtiger, als ich dachte. Ich habe ihn unterschätzt. Ich auch. Aber zumindest konnten wir ihm etwas Wichtiges entreißen. Das verborgene Auge.
Ich glaube, damit konnte er aus der Ferne mit Lilith kommunizieren. Ein mächtiges Stück Magie. Und gefährlich. Vielleicht können wir es zu unserem Vorteil nutzen. Gebt mir etwas Zeit, es zu studieren. Die großen Übel formten sich neu. Die Hölle war im Anmarsch. Aber Elias war die Antwort auf niemandes Gebet. Will man über jemanden urteilen, sollte man ihn an seinen Taten messen, nicht an seinen Worten. Ganz einfach. Elias predigte davon, die Welt zu retten, während er auf einem Berg von Leichen stand. Und dann war da der Wanderer. All das, was Elias nicht war. Befleckt von Liliths Blut und doch in der Lage, ihrer Verderbnis zu widerstehen. Dies konnte ich an seinen Taten erkennen. Und dies war der Moment, an dem ich wirklich zu glauben anfing, dass wir das Böse gemeinsam aufhalten könnten. In seinem Kult muss es grausam gewesen sein. Nicht grausamer als der Rest von Sanctuarios Schattenseite. Akt 3 abgeschlossen. Okay. Was haben wir da gekriegt? Wenn ihr verletzt seid, zwei Ringe Felsbrocken, Hurricane, super, können wir sofort in die Tonne treten. Ich kann Andariels Geflüster meist aussperren, aber nicht immer. Besser ein Flüstern, als dass sie die Welt erneut beschreitet. Ach du schon, quatsch schon. Ist Teil des Plans von Lilith und Elias. Aber wie? Was wissen wir bisher? Lilith ging einen Pakt mit Astaroth ein. Ein Dämon, der ihrem Vater diente. Interessante Wahl eines Verbündeten. Und sie hat einen Schlüssel zur Hölle. Dort wird sie als Verräterin angesehen. Warum sollte sie also hingehen? Und ist sie bereits dort? Wir brauchen Antworten. Elias hat das verborgene Auge benutzt, um mit Lilith zu sprechen. Vielleicht kann es uns helfen. Bringt es bitte her. Fragen über Fragen. Kann ich das da draufstellen? Mhm. Wenn ihr bereit seid, stellt euch Lilith vor und blickt in das Auge. Na, dann glubschen wir mal. Hey, ich hab meinen Hut abgenommen. Ja, bei den besseren Sequenzen ist der Helm zum Glück immer ausgeblendet. Die Essenz meines Vaters formt sich neu. Woher wisst ihr das? Ich spüre es. Als würden sich tausende alte Wunden öffnen. Er ist noch schwach. Verletzt. Ich muss schnell handeln, bevor er sich widersetzt. Saugt seine Kraft in euch auf. Die anderen Fürsten werden... Was ist passiert? Sie sah mich. Sie weiß, dass wir nach ihr suchen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie unsere Verfolgung aufnimmt. Nicht unbedingt. Wie meint ihr das? Mephisto formt sich neu. Lilith will sich seine Kräfte einverleihen, solange er noch geschwächt ist. Darauf habt ihr euch also vorbereitet? Gut, alter Mann. Denk nach. Denk nach! Wenn sie sich Mephistos Macht aneignet, wird sie selbst zum großen Übel werden. Dann kann sie die Hölle erobern. Und Sanctuario ebenfalls. Ich habe eine Idee, wie man sie aufhalten kann.
Aber damit das funktioniert, brauchen wir die Hilfe eines alten Verbündeten. Überbringt Donan diese Nachricht. Er wird in Kiowaschat Rat gesucht haben. Na, dann wissen wir ja schon mal, was er vorhat. Zumindest ansatzweise. Lilith als großes Übel. Wäre jetzt in meinen Augen auch nicht so schlimm. Pest oder Cholera, ist wurscht. Ich teleportiere mich nach Kiowaschat, ja? Mhm. So, dann gehen wir mal Donan besuchen. Ach, das gute alte Kiowaschat. Hier waren wir lange nicht mehr. Dann können wir auch gleich mal zum Schmied rennen. Ach so. Dann warte ich mal. Du bist ja noch nicht hier, ne? Einen kleinen Moment. Dann bin ich da auch noch mal ganz kurz. Geht aber schnell bei mir. Ich habe da oben einen Rock bekommen, einen gelben. Der wäre gar nicht mal so schlecht, aber leider mit Blizzard und Blitzkugel, was ich nicht verwende. Ja. So, das ist eigentlich ein cooler. Den würde ich da fast... Hallo. Leb wohl und viel Glück. Grüße. Grüße. Aufwerten. Hallo. 1, 2, 3. So, sieht der gut aus? Eigentlich schon. Werbe, weniger Schaden, Widerstand. Das Einzige, was natürlich schade ist, ist die... Haben wir da was anderes, was da drauf könnte? Stand. Kann auf dem Brustschutz aufgesetzt werden. Bis zu 30%. Aha. Schwierig zu sagen, ob ich das haben möchte oder nicht. Na, ich bin auch gerade am Rumjonglieren, weil ich keine Ahnung habe, was ich jetzt anziehen möchte. Zwei bis sechs Sekunden lang. Schwierig. Da hätte ich jetzt gern so ein Waffenarsenal wie der Barbar. Ja.